Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Was für ein großer Auftritt. Ich bin da nur reinmarschiert und bin mit lauter anderen Leuten dagestanden. Ich weiß nicht, was ich da für einen großen Auftritt gehabt habe. War einer von vielen. Huch, warst du in Hopp gelassen? Der ist schon vorgerannt. Typisch Schurb. Er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will schon so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Ich sollte den Part wirklich schnell beenden. Das ist schlimm. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Fass dich kurz. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört zum Liga-Präsidenten Rose, seiner Firma. Oder genauer gesagt, seiner Firma. Ach, verkackt. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung von Galar-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Das bin ich gewohnt von den Charakteren hier in Pokémon Schwert. Ist nichts Außergewöhnliches. Danke, dass du mir geduldig zugehört hast. Hier, diese Fluchtseil hast du dir verdient. Fluchtseil. Für Gespräche mit den Charakteren bringt das leider relativ wenig. Du hast ein Fluchtseil. Du verstaust das Item in der Basis-Itemstasche. Oh, und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Wozu haben wir... Ja, gut. Ich hätte es eigentlich denken sollen. Ich hätte es eigentlich denken müssen, dass Sanya uns wieder heilt. Das ist... Ja, hätte ich die Tränke nicht verbrauchen müssen. Bist du jetzt liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehören eben auch zur Arena-Challenge. Mach's gut. So weiter auf der Route hier entlang. Und da haben wir schon das nächste Pokémon. Ein Klon-Cat. Na, das sieht ja interessant aus. Ein Gesteins-Pokémon. Das könnten wir glatt fürs Team gebrauchen. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, dass dieses Blumen-Pokémon, was wir im letzten Part getroffen haben, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob das jetzt ein neues Pokémon dieser Region ist oder ob es das schon früher gab, zum Beispiel in der siebten Generation, und ich da einfach in der siebten Generation weggelaufen bin, vor ich das einfach übersehen habe. Es ist tatsächlich eins aus dieser Generation. Es ist tatsächlich ein 8-Generations-Pokémon. Ja. Das heißt, wir können uns tatsächlich ins Team mit reinnehmen. Es ist sogar sehr sinnvoll, das mit ins Team reinzunehmen, weil, wie ich herausgefunden habe, es ist ziemlich das einzige Pflanzen-Pokémon. Also, ja, das andere ist das Starter-Pokémon. Vielleicht gibt es auch noch das eine oder andere Pflanzen-Pokémon. Aber es ist zumindest das Beste, also das Erste und das... Es sollte die erste Wahl sein, was Pflanzen-Pokémon in Galar angeht. Also ist auf keinen Fall eine schlechte Idee, es mit ins Team zu nehmen. Und da wir noch kein Pflanzen-Pokémon im Team haben, könnte man da mal überlegen. Das könnte man durchaus mit ins Team nehmen. Das wäre ein Empfang wert. Klonkett, da kämpfe ich jetzt dafür, dass ich den mit ins Team nehme. Ich weiß noch nicht ganz, was das darstellen soll. Es ist, glaube ich, einfach nur ein Stein. Ja, so wie Kleinstein einfach nur ein Felsen dargestellt hat. Muss ja nicht immer alles irgendein Lebewesen darstellen. Es wird einfach ein Minenerz sein, irgendwie aus der und so ein Mineral. So. Wir fangen es uns erstmal. Jo, so ist der Plan. 23 Pokémon haben wir noch. So. Komm rein. Bleib drin. Und zack. Nice. Klonkett wurde gefangen. Jetzt
müssen wir uns noch einen Spitznamen für das Ding ausdenken. Jo. Warum nicht? Rufus wurde in ein Team aufgenommen. Mir fiel gerade nichts Besseres ein. So. Vielleicht begegnen wir hier noch einen Esel. Das ist, glaube ich, ein siebte Generation Pokémon. Ich meine, vielleicht begegnen wir hier tatsächlich noch dem Pflanzen-Pokémon. Dann würde ich das tatsächlich erstmal ins Team aufnehmen. Dann würde ich mich komplett irre. Haben wir das Team dann schon mal erstmal voll? Hier können wir eh nochmal zurückgehen. Da gibt es noch ein Item und eine Trainerin. Wolltest du dich schon etwa an mir vorbeischleichen und um vorher meine Pokémon zu bewundern? Ja, das wollte ich. Und da bin ich Meister drin. An Trainern vorbeischleichen. Hier in Ghana geht das nicht mehr ganz so gut, aber es hat in den vorigen Editionen sehr gut geklappt, mich an Trainern vorbeizuschleichen. Das war meine Stärke. So, Kratzer. Na komm, Wendel halt durch. Standpauke. Jetzt haben wir Wendel und Rufus mit im Team. So muss es sein. So. Standpauke weiterhin. Ich wüsste nichts Besseres. Vielleicht mal Hochzug-Keep. Mal Standpauke hat es bisher. Ist bisher das Beste, was wir hier in diesem Kampf einsetzen können. So, Hochzug-Keep vielleicht. Versuchen wir es mal. Ja, dann bleibe ich lieber bei den anderen Attacken. Bestandspauke, bei Prügler. So, und vielleicht gibt's gleich sogar schon eine Entwicklung für mein Team. Die sind langsam auf dem Level, sonst mein Starter-Pokémon dürfte sich demnächst entwickeln. Das ist schon auf dem zu erwartenden Entwicklungslevel. So, Prügler. Ja, dadurch, dass es dreimal eingesetzt wird, bringt's zumindest etwas. Oh, viermal sogar. Aber gut. Ist jetzt nicht die effektivste, die wertvollste Attacke. So. Ruckzuckieb. Na komm. Wir kämpfen bis zum Schluss, auch wenn das hier ein bisschen zäh vorangeht. Ja, die Attacken sind noch nicht die stärksten, deshalb zieht sich der Kampf hier ein bisschen in Länge. Aber solange wir es besiegt bekommen, ist alles im Rahmen des Machbaren, alles noch ertragbar. So, Felio besiegt. Da war es noch eins. Letztes Teammitglied. So, Level 15 für Kanto, Level 14 Randall. Mordiff hat Level 15, also der ist halt, wie gesagt, der ist halt wirklich gleich auf seinem Entwicklungslevel. Ich glaube, zumindest in den letzten Editionen haben sich die Starter immer auf Level 16 entwickelt. Level 15, ja, Level 16 war es, glaube ich, immer. Wenn das jetzt hier auch so ist, dann haben wir das gleich. Haben wir das bald. Jetzt nicht in diesem Kampf, aber vielleicht bald noch ein paar wilde Pokémon besiegen, ein paar Trainer besiegen. Kriegen wir vielleicht in diesem Part schon eine Entwicklung, die erste Entwicklung hin. Das wäre was Tolles. Das wäre was wert. Wo Handel besiegt. So, dann kann Modi mal für seine Entwicklung kämpfen. Kann auch mal eingeführt werden. Ja. Kann er mal hier kämpfen. Eingesetzt werden. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass er sich entwickelt. Das süße Häschen. Ich will das eigentlich gar nicht so sehr loswerden. Ich weiß nicht, wie die Weiterentwicklung aussieht. Darf ich mich noch nicht spoilern lassen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so gut aussehen wird. Naja, muss ja irgendwann. Mir ist Schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur meinen Pokémon zeigen. Das hättest du auch so machen können. Hättest nicht gegen mich kämpfen müssen. Hättest mir auch dein Team zeigen können. Und 936 Pokémon der 90er aus dem Kampf gegen die Schülerin hervor. Na denn. So entwickeln tut sich noch nichts. Ist ja auch klar. Ein paar Sinnelbeeren. Nochmal schütteln. Kommt vielleicht gleich ein Pokémon runter.
Und so weiter schütteln. Ich will es riskieren. Weiter schütteln. Na komm. Aufhören. Na komm, dann halt nicht. 5, 2, 2. Oh, das sind viele Beeren. Und hier in Atom. TM37 Krügler. Dafür haben wir den Weg gemacht. Naja, Prügler, wir haben es schon bei unserem... Achso, ich wollte ja nochmal das Pokémon dort fangen. Das hält sich doch hier im hohen Gras auf. Kann ich hier nicht runter? Schade. Kann nicht runterhopsen. So ein Mist auch. Muss mal hoffen, dass wir es hier irgendwo im hohen Gras finden. Ich habe mich dran vorbeigeschlichen. Oh, da war hier schon. Ich werde mal suchen, ob ich noch so einen Pflanzen-Pokémon kriege. Ich gehe nochmal kurz zurück. Da war die Weiterentwicklung von Becky. Hier. Ich sehe es doch schon. Ein Cottini. Ja, das können wir tatsächlich mal mit ins Team nehmen. Das ist nicht grundverkehrt. So, Level 14. Ja, gut. Lässt sich verkraften. Kann auch mit dem Team mithalten. Ist nicht allzu schwach. So, Gesang. Oh ja, das ist eine Attacke, die wir gebrauchen können. So, Beutel. Pokéball. Na komm, vielleicht bringt es jetzt schon was. Na komm. 1, 2, 3. Bleib drin. Nice. Continue gefangen. So, ein paar Erfahrungspunkte. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist das 6. Teammitglied. Und mein Evo die vielleicht bald raushauen. Da haben wir Platz noch für ein anderes Teammitglied, für ein Wasser-Pokémon. Da brauchen wir noch eins. Da habe ich schon so eine Idee. Einen Spitznamen. Jung. Dinini, nein. Der Nini wurde in ein Team aufgenommen. Ja. Ich finde es passend. Das Pokémon passt irgendwie zu ihr. Die Weiterentwicklung vielleicht auch. Ich kenne sie noch nicht. Mal schauen. Das könnte auch zu Takiro passen, dieses Pokémon. Aber gut. Takiro wird dann vielleicht das Wasser-Pokémon, was wir finden. Mal schauen. Ich brauche noch Namen für neue Pokémon. So, gegen dich kämpfen wir jetzt. Der lässt sich aber auch umgehen. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Na, vielleicht stelle ich dir jetzt mal Niederlage zu. Postbote Peter wurde ich heraus. Peter oder Peter. Also nicht Peter, die Organisation, also nicht die, in Anführungsstrichen, Tierschutzorganisation, sondern da in Anführungsstrichen. Naja. Muss jetzt hier kein Meinungsvideo werden. Geschenk. Das ist eine relativ unnütze Attacke. Könnt mal Sternschau ausprobieren. Geschenk. So, Sternschau. Das bringt vielleicht auch ein bisschen was. Sternschau, Evoli. Botogel besiegt. Hervorragend. Der Postbote hat den Botogel. Ja. So viel dazu. Rufus Level 14. So, Peter besiegt. Da hab ich wohl versehentlich den Sieg geliefert. Du gewinnst 1344 Pokémon und gehst gleich gegen den Postboten hervor. Entwicklung! Ja, nice! Da sehen wir's. Hopplo entwickelt sich. Nanu, Mordi entwickelt sich. Aubacke. Glückwunsch, dein Mordev hat sich zu einem Kickerlo entwickelt. Ein Kickerlo. Aha, aber, also es passt zum Mordi. Also das ich finde, das Pokémon passt mehr zum Namen, zu seinem Spitznamen als Hopplo. Ja, man kann sich dran gewöhnen. Ich fand Hopplo schöner. Hopplo süßer und besser. Aber gut. Ist was man akzeptieren kann. Und zum Spitznamen passt. Für Kickerlo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sein flauschiges Fell schützt es vor Kälte und ermöglicht es ihm, noch heißere Feuerattacken auszusetzen. Obwohl ich ehrlich sagen muss, Mordi
müsste eher ein Wasser-Pokémon sein, würde ich so sagen. Jetzt haben wir hier eine Camperin oder was. Schlag doch mal dein Zelt auf und koch etwas, um deinen Pokémon aufzuwärmen. Ich hätte hier eine Beere für dich, die du beim Kochen bestimmt gut gebrauchen kannst. Aha, sollen wir jetzt hier campen oder was? Du hast eine Arena-Beere. Du verstaust das Item in der Beerentasche. Untersuche einfach das Zelt eines anderen Trainers, um sein Pokécamp zu besuchen. Du bist übrigens herzlich eingeladen, hier in mein Pokécamp vorbeizuschauen. Okay. Ja, wir sind ja hier nicht in einem Shooter-Spiel, deshalb können wir hier ruhig campen. Möchtest du das Pokécamp von Lea besuchen? Möchtest du dich dazu gesellen? Na, da schauen wir mal. Aha, okay. Und ich habe jetzt hier Evoli. Evoli, komm zu mir. Spielzeug zücken. Okay, jetzt haben wir hier diese Feder. Und wedeln. Und Evoli, komm zu dir. Tickelt mich jetzt hier oder was? Aha, heranzoomen. Ich will dir mit der Feder am Gesicht rum. Bringt das jetzt irgendwas? Außer, dass du mich hier tickelst. Ja gut. Spielzeug. Pokéball-Spielzeug. Werfen. Hol das Pokébällchen. Ball nehmen, Ball annehmen. Und belohnen müssen wir es dafür auch noch. Und wirf! Oh! Swilpix holt den Pokéball. Auch nicht schlecht. So, Evoli! Evoli! Kommst du her? Evoli! 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 Ich will mit dir spielen. Oder mit dir? Ich spiele auch mit anderen Pokémon. Komm! Komm! Gib's! Gib's her, gib's Bällchen. Ja, dann sind wir auch ein Voldi. Mirabel will auch. Na, sehr putzig, die Pokémon. Und Evoli ist abgehauen. Das ist da ganz hinten. Komm her, Evoli, Evoli, Evoli. Haust du ab, oder was? Gut, ich nehme den Ball. Was mit Evoli? Okay. Na dann. Kochen gibt's ja auch noch. Bereite ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Je hochwertiger die Lebensmittel sind und je mehr Beeren du im Essen, ins Essen gibst, desto besser schmeckt es. Nutze deine Fähigkeiten, nutze deinen Fächer, um das Feuer zu regulieren. Sobald du mit dem Kochen beginnst, rühre das alles mit der Schöpfkelle um und gib dabei Acht, dass du nichts verschüttest. Mit der nötigen Prise Liebe und dem perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für deinen Pokémon. Ist das Gericht fertig, heißt es für alle Essen fassen. Diese gemeinsame Mahlzeit hat diverse Effekte auf die Pokémon im Camp und stellt zum Beispiel ihre KP wieder her oder macht sie dir gegenüber zutraulicher. Okay, was möchtest du tun? Kochen. Möchtest du mit Lea kochen, Jura? Jetzt wird gekocht. Schauen wir es uns mal an. Sinnebeere. Ja, warum nicht? 5, 4 Sinnebeeren. Eine Amarena-Beere. Dann haben wir 2. Können wir hinzufügen. Hier mal ein bisschen was. Mal mixen. Die sieht auch noch interessant aus. Ein davon. Ein Tristobeere. Ja, das können wir doch kochen. Jetzt wird gekocht. Rein mit den Beeren. Zack. Einfach bunt gemischt. Los geht's. Luft zu fächern. Okay. Ich versuch's mal mit Carpador fächern. Muss man da wirklich schnell hintereinander fächern oder langsam? Langsam oder schnell? Luft zu fächern. Okay, scheinbar bringt's was. Ah, das Feuer. Das läuft. Gut rumrühren. Okay. Ich rühre. Ja.
das läuft noch nicht so ganz, aber mit dem rechten Stick rühren, ja, ist jetzt nicht ganz so das Genialste, aber mit Liebe abschmecken, ein bisschen Liebe rein, die wichtigste Zutat beim Essen. Und guten Appetit, haben wir es fertig. Kommt Essen Pokémon, Essen fassen. Scharfes Frikadellen-Curry. Ja, das sieht doch gut aus. Ha? Es schmeckt sogar. Mein erstes Essen schmeckt. Ich esse alles selber weg. Die Pokémon kriegen nichts. Güterklasse Hokumi. Alle KP wurden wiederhergestellt und Standortproblem behoben. Pokémon-Team haben viele Erfahrungspunkte erhalten. Ein Pokémon-Team ist etwas zu lauttrolliger geworden. Oh, sehr gut. Ja, verlassen wir jetzt nicht die ganze Part uns aufhalten. Erfahrungspunkte, ja, sehr gut. Mein Team ist sogar geheilt. Hervorragend. Das hat es ja gebracht. Na dann, weiter vorne auf Route 3. Ach, und Schüler, gut, dass wir uns geheilt haben. Pokémon Camp. Je nachdem, was für ein Typ ein Pokémon angehört, ist es im Kampf entweder im Vorteil oder im Nachteil. Okay, Schüler Finn fordert dich heraus. Schüler Finn setzt Thermopod ein. Aha. Auch ein neues Pokémon. Ein ziemlich flaches Pokémon. Pixar. Ist Donald Trump eigentlich mitgekommen in diese Edition? Haben sie das Pokémon mit rübergenommen? Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß jetzt den Namen des Pokémons nicht, aber das Donald Trump Pokémon, dieses... Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist dieser Dachs, oder was war das für ein Viech? Mit dieser blonden Frisur drauf. Das fand ich in Pokémon 7. Generation ja ziemlich lustig. So, den glatten Aal besiegt. Kanto war ich Level 16. Ja, es wird sich nicht so schnell entwickeln. Sein, wir geben ihm mal einen Stein. So, weiterkämpfen. Wir müssen Blackie mal entwickeln. Das muss weiter trainiert werden. Das ist Level 13. So, Pieksa. Mehr Pieke sind nicht zu Tode. Auch ein neues Pokémon, oder? Keradar. Konfusion. Okay. Kämpf weiter, Blackie. Vielleicht Überheblichkeit. Bringt Überheblichkeit uns weiter. Ja, Überheblichkeit hat uns noch nie weitergebracht. Das war noch nie sehr effektiv. Ja, wir möchten leben. Ich setze trotzdem nochmal ein. Alles klar. Ein bisschen was bringt's ja. Käfer droht's. Nein, leg mir jetzt durch. Kriegst das doch hin. Es wäre doch gedacht. Einen Trank haben wir noch. Na, 8 Tränke haben wir noch. Na komm, du gönnst dir einen Trank. Damit du weiterkämpfen kannst. Oh, ja. Das ist mittlerweile schon so stark, dass ein Trank und das heilt. Lichtschild. Das wird dir nichts helfen. Los, Pixar. Folienschlag am Ohr noch. Das können wir auch noch probieren. Bisher hat Pixar das meist gebracht. Das Pieksen reicht schon aus, um das Pokémon zu besiegen. Jo. Folienschlag. Na komm. Sehr gut. Der siegt. Aber den Trainer besiegt. Hervorragend. Wenn man jemanden herausfordert, ist der älter als jemand ist, fühlt man sich im Nachteil. Ja, sorry, du hast mich herausgefordert, nicht ich dich. Also, deine Schuld. Jetzt nehmen wir noch ein paar Gesteins-Pokémon. Ein Pompom. Ein Pampam. Sorry. Pompom ist beim Hörst Super Mario. Da würde ich was verwechseln. So, entkommen. So, und weiter voran. Hier gibt es noch ein Item. Supertrank. Ah, sehr gut. Das können wir gebrauchen. Und hier geht's in die Höhle. Hier gibt es eine Mine. Die besagte Mine, von der vorhin geredet wurde. Eingang zur Galar-Mine 1.
Alles klar, okay. Da wartet schon jemand vor den Toren der Mine auf uns. Eine Mine! So, sehen wir mal kurz nach dem Rechten. Ja. Blacky bräuchte noch ein bisschen Heilung, alle anderen. Ich muss mal das Team mal zurechtrücken. Bewegen. Vielleicht können die mal nach vorne. Und die neuen. Damit die auch mal zum Kämpfen kommen. Die nicht hier hinten versetzt bleiben. Ja, Blacky muss auch nach vorne. Ich würde gerne mal mit Nini und mit Rufus kämpfen. Bewegen. Ach Mensch. So. Ja, so sieht's aus. So ist das Team noch gut zusammengesetzt. Mal kurz speichern. Haben wir unser 6er Team schon voll. Sehr gut. Und wer bist du? Was machst du hier? Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Die Kalamine 1 ist ja schließlich nicht gerade ein Zuckerschlecken. Warte, ich pepple den Pokémon wieder auf. Geheilt. Du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay, dann geht's wohl auf in die Mine. Eine Mine. Der Pokémon-Camping können wir noch machen, aber jetzt, ja, das haben wir gerade schon ausprobiert. Müssen wir nicht nochmal machen. Na dann, brechen wir schon mal auf in die Mine. Schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Die Galarmine 1. Jau. Nun, dass man nicht spitzenmäßig aussieht. Hier mal wieder die Pokémon. Und hier einen Kiesling. Ja, der kommt mir bekannt vor. Müsste schon X und Y dabei gewesen sein. So, Mini. Also hier wieder Lockduft, Turbodreher, Gesang, Turbodreher. Versucht das mal. Das Gestein gegen Pflanze, ja, das ist jetzt nicht das effektivste, aber gut. Bruchrüstung von Kiesling wirkt. Okay, okay, okay. Na dann, Gesang. Das ist immer ganz gut, um das Pokémon zum Einschlafen zu bringen. Kann es nicht angreifen. Pokémon, das nicht angreift, ist gut. Oh, hat verfehlt. Rasierblatt, vielleicht. Tarnsteine. Aha. Schwebende spitze Steine, alles klar. Rasierblatt. Oh, das bringt es tatsächlich. Na, hervorragend. Ein Volltreffer. Bruchrüstung wirkt. Also, na komm, das kriegen wir noch besiegt. So, Rasierblatt. Denn Tarnsteine werden hier nichts bringen. Rasierblatt. Zack, Kiesling besiegt. Und ein paar Erfahrungspunkte fürs Team. So muss das. So, Randall erreicht Level 15. Sehr gut. Na dann, ich würde mal direkt sagen, geht's hier in der Mine. Nächsten Part weiter. Hartzeit ist schon erreicht. Da wollen wir uns nicht zu lange hier noch aufhalten. Ja, nächster Part geht's weiter. Sehr schöne Kristalle hier. Joa, da fühlt sich ein Zwerg doch zu Hause. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, dieser Part. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid. Den nächsten Part nicht verpassen wollt. Ja. Bis zum nächsten Part. Haut rein und ciao, ciao.